Hey, ich bin Shai und ich heiße euch herzlich willkommen zu Tape. Das ist eine kleine Demo zu einem Indie-Game, was für das PlayStation Talents 2017 gemacht wurde und ist inspiriert von Spielen wie Soma oder Silent Hill. Ich lasse es einfach mal auf mich wirken, ich bin gespannt. Es geht irgendwie darum, dass ein Mädchen die Geschichte ihres Vaters versucht herauszufinden und sie muss sich, glaube ich, immer wieder Videobänder oder sowas in der Art anschauen. Wir starten mal mit Level 1 und starten in einem Aufzug, der uns irgendwo hinbringt, nach oben, nach unten. What am I doing here? Wir haben sogar eine Sprachausgabe. Ich bin begeistert. Das Spiel könnt ihr euch übrigens selber runterladen. Link ist in der Videobeschreibung. Okay. Wir sind stecken geblieben im Fahrstuhl. Okay. Und sind in einem Krankenhaus anscheinend. Okay. Ob wir hier unseren Vater suchen oder was? Alles ein bisschen runtergekommen aus. Es gibt keine Vorgeschichte oder sowas. Ich weiß also nicht mehr als ihr. Das ist aber ein merkwürdiges Krankenhaus, was immer nur im Kreis führt, was? Aber wir haben Kaffee. Der Tag ist gerettet. Okay. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Americano, Latte, Latte Macchiato, Cappuccino. Ich nehme ein Cappuccino. Schade, geht nicht. Okay, gehen wir weiter. Wie ihr seht, ist es schon ein bisschen verrückt hier. Wir gehen also im Kreis. Hier sind wir die Pillen, hier ist wieder das Bett. Da vorne sind die Gasflaschen. Das haben wir alles schon gesehen. Das muss vielleicht einen anderen Weg geben. Wir gehen erstmal ein Stück weiter und gucken, ob sich wirklich nichts verändert. Oder ob wir hier irgendwas nehmen oder benutzen können. Ich denke nicht, dass Jumpscares in dem Spiel vorkommen werden. Hoffe ich zumindest. Da steht aber Exit zurück. Okay, vielleicht müssen wir zurückgehen. Den ganzen Weg. Oh. Okay. Hier ist einfach Ende. Oh, eine Tür. Oh, es gefällt mir jetzt schon sehr gut. Sehr schön. Und jetzt der Kaffeeautomat hier. Auch in der Hölle werden wir nicht verdursten und auf jeden Fall wach sein. It's my room, but something's off. Irgendwas ist anders. Wieso schaukelt das? Sowas finde ich immer total gruselig, wenn das von alleine schaukelt. Okay, irgendwas muss anders sein. Ah, was? Hä? Oh, dann waren die Maurer ausnahmsweise mal schnell. Ist man so gar nicht gewohnt von so Handwerkern. Ich habe Handwerker gedisst. Oh, Cam on, Cam off. R2 Play, R2 Pause, Rewind. Oh, und hier ist unsere Kamera. My dad's camera. He used to record everything with it. So many memories. Ist nur blöd, dass wir jetzt keinen PlayStation-Controller haben. Die Frage ist, wie wir das Ding jetzt öffnen können. Ah, mit Q. Oh. Wenn eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Mit da vielleicht rein? Ah, okay. Linke Maustaste drücken. Dann filmen wir. Und so haben wir die Tür wieder gebracht. Okay, so langsam verstehe ich, wie das Spiel funktioniert. Wir können damit in die Vergangenheit blicken, beziehungsweise können wir damit das jetzt manipulieren. Und hier kommen wir wahrscheinlich auch nicht durch. Wir können Puzzle lösen. So geht das also. Wir müssen uns hier so unseren Weg freischalten. Irgendwie. Das reicht schon. Das reicht. So kommen wir... Nein, so kommen wir nicht durch. So kommen wir durch. Okay. Das ist verrückt, aber irgendwie gut. Irgendwie gut. Okay, ein weiterer Gang, eine weitere Tür. Verrückt. Verrückt. Oh,
Ein Monitor, ein Computer, ein... Bleib bloß auf Tür. Danke. Danke, dass du so auf mich hörst. Bist wie meine Kinder. Okay. Es ist kein VHS-Tape drin. Oh, vielleicht das hier oben nehmen. Okay. VHS ist im Player. Hello, my little star. I'm so glad that you came for me. Please be careful. Don't let it find you. Corrupt you. It? Dad? Oh, Dad, where are you? Come find me. Find the basement. Hurry. Okay, wir sollen uns nicht von S fangen lassen. Und wir sollen ihn finden. Und er ist irgendwo in einem Keller. Und schon öffnet sich wieder eine neue Tür. Und ich glaube, das ist Level 2. Denn wir haben gerade ganz kurz den Screen gesehen. We used to watch so many movies with my dad. Good old times, I suppose. Wir haben sehr viele Filme geguckt, mein Papa und ich. Waren schöne Zeiten. Okay, es ist keine Leuchtröhre hier drin. Und ich glaube, wir müssen vielleicht wieder das eine oder andere hier lösen. Vielleicht... Das sah aus wie ein Stück... Das sah eigentlich aus wie ein Stück Figur oder so. Aber vermutlich müssen wir wieder unsere Kamera nehmen. Und vielleicht... Hier sind zwei Türen. Vielleicht führen die in unterschiedliche Räume. Wir gucken erstmal in diesen Raum. Das Rauchmonster. Ich fühle mich so lost. Das ist wohl ein Monster. Okay, ich habe gerade keine Angst. Ich schätze aber mal, wir müssen irgendwie hier hin. Ah! Okay, unser Leben wurde zurückgespult. Wir müssen das Bett also zur Seite tun. Das haben wir getan. Monsterchen! Müssen wir mal gucken, ob wir hier irgendwas finden. Vielleicht eine... Oh! Die Leuchtröhre. Ja, es geht nur so rum. Okay. Ah, das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Frage ist, wo wir genau hin müssen. Das blöde Monster kann dummerweise auch immer durch die Betten gehen. Aber ich schätze mal, wir müssen hier irgendwo hin. Ah, hier. Ein weiteres Stück. Ah, danke, danke. Hat es uns jetzt nicht gesehen? Sind wir weg? Ich glaube, wir brauchen aber nur das. Wir haben das Ding noch. Ich sag Röhre. Ich vermute, dass es diese Lichtröhre ist, aber ich bin mir nicht sicher. Erinnert mich eher so an eine Araya. Nee, nicht Araya, das andere, was ich noch nicht gespielt habe, wo ich nur die Demo gespielt habe. Home Sweet Home, das meinte ich eigentlich. Okay, ich vermute mal, das reicht nicht. Wir müssen jetzt erstmal die Tür schließen. Da wieder zurückspülen und hier wieder vorspulen. Und dann in einen anderen Raum, aber da haben wir auch noch eine Tür. Wir haben also drei Türen, nicht zwei. Gibt's hier auch noch irgendwas zu sehen? Ne, okay. Ach, das war ja einfach. Ah, wir müssen die Figur wieder zusammenstecken vielleicht. Wir müssen die Figur wieder zusammenstecken.
Zumindest haben wir sie zum Teil zusammengesteckt. Aber das Teil, was wir hier gefunden haben, das reicht anscheinend nicht. Dann müssen wir wohl nochmal die Tür schließen und die dritte Tür nehmen. Zack. Achso, wir sind schon wieder leer. Jetzt mal eben wieder aufdrehen. Okay. Und weiter geht's. Mal direkt fresh aufdrehen, nicht, dass uns hier wieder irgendwas erwartet. Oh. Ein Hotelraum. Wow, wow, wow. Smokey. Hey, wait. Nee, wait nicht. Besser nicht, du. Ich höre einen Streit. Sieht aus, als ob ich einen Schlüssel brauche. Kann ich mich vielleicht im Schrank verstecken? Kann ich vielleicht... Ich glaube, ich muss Smokey folgen. Okay. Wow, geil! Der Schlüssel. Das ist ja cool gemacht. Super Idee. Gefällt mir super gut gerade. Im Schlüssel kommen wir hier rein. Wer ist denn der Rauch? Vielleicht irgendetwas Böses aus der Vergangenheit. Oh. Mit den Stöckel schon wieder über den Tisch. Okay. Aber hier sehe ich irgendwie auch nicht... Okay, da hinten ist die Tür. Die habe ich übersehen. Gut, warte mal. Ich kann nicht springen. Das heißt, ich muss hier wirklich um die Stühle rum. Ist so ein bisschen 50-Style, finde ich hier so. Oder 60er vielleicht eher. Okay, wir müssen die Tür irgendwie rausnehmen. Wir können sie nicht rausnehmen. Es muss noch was anderes hier in diesem Raum geben. Stühle. Ah, hier war der Streit. Und wir müssen wieder alles in Ordnung bringen. So verstehe ich es zumindest. Die Vase wieder kaputt heile machen. Okay, warte. Ich stehe drauf, deswegen kann ich das nicht reparieren. Und schon öffnet sich die Tür. Okay, da ist ein weiteres Teil. Sehr nice. Dann können wir jetzt zurück. Dann müssten wir eigentlich alles haben, was wir brauchen, um die Statue wieder zusammenzusetzen. Und ich vermute mal, dass vielleicht die Statue diese Birne für den Projektor enthält. Warte mal, wir müssen erst wieder zumachen. Zack. Und dann, ich muss nochmal aufdrehen. Man sollte vor dem Schlafengehen besonders viel aufdrehen. Das ist immer gut. Erst dann setzt sich alles zusammen. Haha. Okay. Wollen wir mal gucken, ob wir unser Meisterwerk fertig kriegen hier. Ist jetzt eher Layers of 4 mäßig. Ein Baby, ein Kind, eine Mutter, die ein Kind hält. Okay. Und in dem Kopf ist die Birne. Die wir brauchen für den Projektor. Das ist ziemlich abgedreht. Das ist ziemlich abgedreht. The light bulb is inside the projector. Okay, wir haben sie eingesetzt. Oh. Okay, das ist sehr nice gemacht. Sehr nice gemacht. So kommen wir also weiter. Oh, ich würde diesem Spiel... Ich würde für dieses Spiel voten. Ja, ich würde es tun, wenn man es könnte. Vielleicht kann man es ja. Da muss ich mich nochmal schlau machen. Ein weiteres Teil. Wir gucken auch hier wieder. You are getting closer. They know it. Come to me.
What the hell is happening? Oh, Dad, where are you? I miss you. I miss you too. Er sieht nicht mehr so gut aus, beziehungsweise hört sich nicht mehr so gut an. Man sieht ja nicht besonders viel von ihm. Okay, nächster Raum. Es weiß, dass wir da sind. Ich vermute mal, wir müssen auch hier wieder die Bilder... Vielleicht... Oh, der Keller! Ja, der Keller. Ich guck mal eben, ob wir hier irgendwas reparieren können. Ne? Schicken wir ihn doch in den Keller. Warum nicht? Ich liebe Keller. Oh, es wird fucking dunkel. Wenn das jetzt irgendwie mit einem... Tageslicht, geh weg. Wollte gerade sagen, wenn das jetzt irgendwie mit einem Jumpscare endet, dann... Hätten wir uns nicht erwischen lassen dürfen? Dad? Papa? Okay, das war die Demo. Vielen Dank fürs Spielen. Originalidee von José Massa. Vielen Dank dafür und wie gesagt, schaut mal vorbei, ladet es euch runter. Ich finde es richtig genial, richtig cool gemacht für ein kostenloses Game. Ich hoffe, dass er damit erfolgreich Erfolg hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Indie-Horror-Teil wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao.